Jo Freunde, willkommen zu diesem Video. Ihr könnt von Fortnite V-Bucks zurückbekommen und für diese V-Bucks zum Beispiel euch den neuen Battle Pass kaufen oder einen neuen Skin. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch mal kurz in diesem Video, denn es gibt eine Änderung bei Fortnite bei Skins. Und zwar bei dem Astro Assassinen Skin. Der wurde nämlich anscheinend aktuell geändert. Heißt für uns, wir können den kostenfrei zurückgeben. Natürlich nur für die Leute, die den auch wirklich haben. Und ja, dafür können wir einfach unsere ganzen V-Bucks, die wir ausgegeben haben, auch wieder zurückbekommen. Das ist auf jeden Fall kurze Info für euch. Ich zeige euch nochmal, wie man das Ganze macht, falls ihr den habt, falls ihr den zurück haben wollt. Und ja, wieso das Ganze? Wenn ihr den hattet, ne, dann bekommt ihr hier so eine Meldung. Ich blende euch das mal ein. Hier steht links, we've made some changes to this outfit if you're no longer satisfied with your purchase. Also wenn man nicht weiter zufrieden ist mit dem Outfit, weil die halt die Änderungen gemacht haben, dann kann man das abgeben. Und zwar request a refund anytime before July 8th. Using the in-game flow, das zeige ich euch gleich. Also wichtig, bis zum 8. Juli könnt ihr das Ganze machen. Habt ihr noch ein bisschen Zeit, falls ihr euch überlegt, ja komm, ich brauche den doch nicht mehr oder ich möchte die V-Bucks für was anderes nutzen, dann könnt ihr das auf jeden Fall eingeben. So, wie machen wir das Ganze? Ganz easy. Erstens, ihr braucht natürlich den Skin. Zweitens, ihr geht einfach auf Einstellung, ne? Hier zack, Einstellung, Start drücken und dann hier auf Epic Konto, ganz, ganz rechts. So, jetzt direkt hier über mir, gesamte Rückgabeanfragen. Dort müsst ihr draufklicken und ganz wichtig, ich habe zum Beispiel ganz rechts noch, ihr seht es da rechts unten, 3 verbleibend steht da. Also ich könnte noch 3 Stück einfach abgeben, aber das Ganze zählt auch, wenn ihr einfach 0 verbleibend habt, einfach aus dem Grund, weil Epic Games halt irgendwas an diesem Skin geändert hat. Ich weiß sogar ehrlich gesagt gar nicht was. Also der sieht irgendwie aus wie vorher. Keine Ahnung, was da geändert worden ist. Auf jeden Fall gab es da irgendwie eine Änderung. Und ja, wenn ihr da selbst 0 stehen habt, könnt ihr es trotzdem machen. Einfach also hier auf klicken, Stelle eine Anfrage klicken und dann wird er hier angezeigt, ne? Hier links, wo zum Beispiel jetzt gerade meine Cam ist, jetzt steht hier für keinen deiner Artikel ist eine Rückerstattung zugelassen, weil ich diesen Skin nicht besitze. Wenn ihr den besitzt, wird er hier aufgezeigt, müsst ihr einfach draufklicken und dann könnt ihr den erstatten, bekommt ihr 1500 V-Bucks waren das, glaube ich, bekommt ihr dann direkt wieder und ja, das auf jeden Fall zu diesem Video und wie ihr dann eure V-Bucks quasi wieder haben könnt, wenn ihr den Skin nicht mehr haben wollt oder generell die V-Bucks für was anderes nutzen möchtet. Das zu dem Video, wenn es euch gefallen hat, gerne Like da lassen. Würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.